Ja, huhu, hier wieder mit Koali und bei The Secret World. Und wir sind im Sheriff Office. Haben beim letzten Mal hier die Quests gemacht. Und haben hier eine neue Quest, nämlich Beschwerdeformular. Können wir auch mal annehmen. Wir haben zwar noch eine Postquest, aber macht ja nichts. Beschwerdeformular lesen. Hippies! Würdet ihr verdammten Bullen mal euren verdammten Job machen und diese verdammten Hippies von meinem Land verjagen? Es ist kein Zeltplatz und sie stellen dort jede Menge Scheiße an. Ich wollte die Sache friedlich klären, aber sie haben mich bedroht und jetzt ist einer meiner Hunde verschwunden. Ich schwöre, wenn sie nichts dagegen unternehmen, kläre ich die Sache selbst. Atkins. Joa, die Hippies. Tschüss. Was war denn das da vorne eigentlich? Ah, das ist das Telefon. Okay. Ich würde aber mal sagen, wir machen den Atkins nachher und holen wir jetzt erstmal das Postpaket abliefern. Das Postpaket. Ich wollte schon immer mal Postbote sein. Ich glaube, die ignorieren wir mal. So viele Erfahrungspunkte geben sie jetzt nur auch nicht. So, hier rein. Okay. Ravens Knock. Hier scheint jemand mit Katzenvorliebe zu. Kann man hier oben irgendwo rein? Nee. Dann liefern wir doch mal. Paket ab. Noch KP bekommen, ist immer gut. Und hier scheint es auch weitere Quests zu geben. Gehen wir mal gucken. Oh, hier ist überfüllt. Das Okkultistenkochbuch. Ein staubiges Buch in Madame Rogers Bücherregal ist voller Details über okkulte Symbolismus. Zur Kenntnis symbolischer Muster kann dazu dienen, Waffen mächtiger zu machen. Okay, annehmen. Schauen wir mal nach. Ah. Um ein Upgrade eines Objekts durchzuführen, benötigen Sie eine Glyphe. Glyphen werden genauso gefertigt wie Waffen. Sie brauchen einen Glyphenwerkzeugbausatz und Rohmaterialien, die dann im Fertigungsfenster platziert werden. Okay. Upgrade eines Objekts. Durchzuführen platzieren Sie die Glyphe und das Objekt, das das Upgrade erhalten soll, im Fertigungsgitter. Danach drücken Sie Fertigen. Dadurch wird die Glyphe auf das Objekt übertragen. Okay. Runen haben wir eingesammelt, okay. Glyphenkit. Läuft. Chaosfokus. Okay. So, dann Inventar und Y aufmachen. Die Runen kombinieren. Wie war das jetzt hier? So. 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 Und das Werkzeug. Und schon haben wir eine exakte Glyphe-Glyphe. Exakte Glyphe-Glyphe. So, und jetzt das Objekt. Welches Objekt? Ach hier, das ist der Chaos-Fokus. Ah ja, leerer Glyphenslot. Perfekt. Okay. Und die Glyphe. Und dann. Exakter Fata Morgana Chaos Fokus. Bericht senden. Es gab ordentlich Knete. Okay. Wenn die Quests immer so einfach sind. Chaos Fokus wollen wir ja eh. Uns mal überlegen, ob wir nicht auf Dauer auch irgendwie auf Chaos umsteigen noch mit. Und ein bisschen als Nahkämpfer auch durch die Gegend ziehen. So, dann hat die Frau hier
Quest, die machen wir nochmal. Der Rabe. Madame Roget hat finstere Visionen, in denen Raben vorkommen. Finden Sie den Ursprung ihrer Visionen. Okay. Ich spüre eine fremde Präsenz. Der Nebel verbirgt eine schreckliche Wahrheit, versteckt hinter einem dichten Schleier aus. Sorry, Gewohnheit. Ich mache übrigens keine Vorhersagen mehr. Ich war draußen. Für unsere Zukunft braucht man kein Medium. Wir sind verloren. Geld bringt da nichts mehr. Seltsam, aber schlimm finde ich eher die Träume, nicht die Wirklichkeit. Damit werde ich fertig. Aber diese Altträume... Wie ein nervtötender Song, der sich im Hirn festsetzt und wieder abläuft. Es geht dabei immer um Raben. Tausende von Raben. Flatternde Flügel, schwarze Federn, tote Augen. Schnäbel und Krallen, die reißen und zerren und fetzen. Flügel des Todes und der Pestilenz. Ein böses, zeitloses, schwarzes Leichentuch, das über Kingsmith liegt. Sie verstehen schon. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ruiniert wirklich meinen Schönheitsschlaf. Ja. Dann suche ich doch mal nach Raben. Hm? What the fuck? Du siehst aber merkwürdig aus. Gnädige Frau. So. Nach Raben suchen. Hier ist ein Rabe. Dem Raben folgen. Okay. Ich folge dir. Rabe, da. Oh, jetzt sind es schon zwei Raben. Den Raben folgen. Sind hier irgendwo rüber geflogen. Hier sind es jetzt drei Raben. Okay. Was? Aua! Ey! Wir müssen den Heilschuss auspacken. Ist er weg? Wiedergängerfeder mitnehmen. Okay. Auch Raben suchen. Ja, geil. Wo sollen jetzt hier Raben sein? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo die eben hingeflogen sind. Ich laufe einfach mal in die Richtung hier. Da sind Zombies. Da hinten sind Raben. Fliegt, meine Raben, fliegt! Da sitzen sie wieder. Okay. Raven! Ah, der Typ ist wieder da. Das gefällt dir wohl nicht hier mit meinem coolen Umkreiszauber. Oh, ich habe eine Stufe. Du bist... What? Na, da gucke ich mir gleich an. Erstmal muss ich jetzt wieder Raben suchen. Hier mal die... Da hinten sitzen, ja. Ist eigentlich immer ganz gut, in die Mitte von diesen Markern zu laufen erstmal. Meistens ist das doch in der Mitte von den Markern. Das stimmt auch nicht immer, aber... In dem Falle hatte ich Glück. Noch mehr Raben. Okay. Noch mehr Raben. Wieder der Auge. Hier, ich kenn was, das mochtest du doch so gerne. Schon wieder weg. Aber ich
Jetzt ist er weg. Wiedergängerfehler benutzen. Okay. Da hinten sind ein paar Zombies, die machen wir jetzt mal platt. Gibt ja alles Punkte. So, jetzt in die Mitte. Da sind sie wieder, die Raben. Ich sehe euch. Seid da hingeflogen. Okay. Sitzen sie alle. Okay. Einen Weg finden, den Wiedergänger zu rufen. Der bösartige Geist wird gebunden, indem man die Reagenzien an die Spitze des Sterns platziert. Okay. Hier liegt schon was. Hier liegt schon was. Okay. Gucken wir nochmal. Ich habe jetzt irgendwie nicht drauf geachtet. Norden, Osten, Süden, Südwesten, Nordwesten. Norden, Osten, Süden, Nordwesten, Südwesten. So, hier Westen. Nee. Süden war auf jeden Fall dabei. So, hier Südosten war nicht dabei. Osten war dabei. Nordosten war nicht dabei. Norden war dabei. Jetzt müsste es ja klappen, oder? Jo. Pentagramme! Da ist er. Friss! Ja, kein Thema. Kein Thema. Oh, da ist er wieder. Jo, voll geheilt. Drecksack. Jetzt? Hä? Zu der geheimnisvollen Notiz zurückkehren? And why is that? Den Wiedergänger beschwören. Hä? Warum? Sie stehen in einer gewissen Zeit töten, oder was? Ihr Westen war falsch. Scheiße. Egal, machen wir jetzt nochmal falsch hier. Nichts passiert, ja, ist okay. So. Westen war falsch. Nordosten war falsch. Nordosten. Östlicher Punkt. Südosten. Südlicher Punkt. Die Kollegen helfen mir jetzt bestimmt hier. Nein, Westen war falsch. Nördlicher Punkt, der war richtig. Zack. So. Das ist Drecksvieh. Warum hat das jetzt eben nicht geklappt? Dass du den mal kaputt gemacht hast? Ja, egal. Na gut, jetzt lassen wir die das mal machen. Und schauen mal in Ruhe auf das, was wir hier bekommen haben. Wiedergängerasche. Die ist besser als das, was wir jetzt haben. Ja, hier macht ich jetzt, die machen da jetzt hier ihre Zeug.
Kiste mit Tintenfischen haben wir schon mal gemacht. Ach ja, wir müssen Old Tom suchen, ne? Komm, wir suchen mal Old Tom. Lauf, Hase, lauf, lauf, lauf. Wir müssen natürlich schon wieder zurück zum Hippie-Lager. Guck mal, eigentlich gerade erst her, ne? Wir wissen, dass auf dem Weg zum Hippie-Lager merkwürdige Gestalten unterwegs sind. Zum Beispiel die da unten. Die mag ich nämlich gar nicht. Ja, wir können ein kleines Wanderlied anstimmen oder sowas. Willst du was? Nee, du kannst da hinlaufen, ist mir scheißegal. Da gibt es noch ein paar Leute, die ich mit einem Schlag mal töten kann hier. Fipp und. Aber auch nicht, das sind hier die etwas widerstandsfähigeren Zombies. Dem Gebiet hier. Heilungsschuss. So gut, mal so ein bisschen wieder mit geheilt. Mal wieder ein bisschen aufräumen. Ne, ist nicht nötig, okay. Alles klar. Da sind schon wieder Zombies. Das echt die Verringerung der Geschwindigkeit, die macht viel aus. So, jetzt kommen wir von der anderen Seite auf zum Hippie-Lager. So, ach, wir müssen Old Tom suchen hier irgendwo. Ja, im Hippie-Lager selber ist er ja nicht, ne? Ah, Kiggins. Gut, dass es mal so gelb blinkt, wenn man dran vorbeiläuft. Der ist anscheinend tot. Läuft schon vorbei. Ich würde jetzt gerne die Hippies anklagen, weil die ihn umgebracht haben. Na, egal. Schade, schade. Potenzial für eine Quest vergoldet. So, aber wir wollten hier mal gucken, was haben wir denn hier gekriegt? Ein Telefonanruf. What? Okay. Muss mir jetzt nichts sagen, oder? Ich glaube, wir waren ja hier in Rang aufgestiegen. Sind wir jetzt der Wartende? Huch! Wo kommst du denn her, Kollege? Hier nicht einen auf die Hose. Hier, friss eine Granate. Drecksvieh. Stehst du hier so mitten im Wald rum, ganz harmlos, und telefonierst mit deiner Hauptquartier und dann kommt hier so ein Wendigo aus dem Gebüsch. Nee, nee, nee. Gucken wir mal, ob die Hippies hier noch was haben. Aber ich glaube, wir haben ja alles gemacht. Ja, ne, die Hippies haben nichts mehr. Meh, warum haben die Hippies denn nichts mehr? So, da geht es irgendwo anders hin. Ausgang zum Blue Mountain. Ich glaube, da wollen wir aber gerade nicht hin. Kingsmiths Kriegsdenkmal. Lass uns doch mal zum Kingsmiths Kriegsdenkmal gehen. Da müssen wir, glaube ich, hier die... Ah, jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Hier die Straße, einfach immer geradeaus. Also nicht in der Straße lang, sondern eigentlich immer so in die Richtung hier. Das ist wieder so eine Rotte Zombies, die habe ich schon 10-mal umgebracht. So, auf zum Kriegsdenkmal.
So. Dort richtig. Wir müssen weiter links. Hier ist wieder eine Rotte Zombies, die lassen wir mal in Ruhe. Da hinten ist das Kriegsdenkmal. Hier ist ein Friedhof, okay. Dann sind wir jetzt hinter der Kirche. Da hinten ist Wissen. Das Feuer von 1712. Vorbeischleichen. Hier gibt es nämlich die Quest. Tag der Veteranen. Okay. Zed Flamer Johnson, Edwin Doc Mornon, Dead Eye Don, Cannonball Bill und Ted O'Reilly, der irische Panzer. Wenn wir in einem schlecht sind, dann im Töten, oder? Ja. Nee, doch, kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Da. Ach, das ist der, okay. Stirb! Ich habe den Auftrag, dich zu töten. Ich bin ein Profikiller. Nein, nicht. Und eine Granate. Läuft. So, als nächstes 103 Meter nach hier drüben. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Wir sind. Auf wessen das da jetzt eigentlich, den wir suchen? Ah, toll, wird wieder nicht nur außerhalb des Bildschirms angezeigt. Das ist nicht so geil. Waren jetzt hier nicht diese Massen an Zombies irgendwo in der Nähe? Na, hier Gott sei Dank jetzt nicht. Oder irgendwelche so Massenaufläufe an Zombies, die kann ich nämlich gar nicht ab, das wisst ihr ja. Da ist Cannonball Bill. Ups, falsche Taste. Komm her, Cannonball Bill. Granate. Ja, guck mal, wie schnell der auf einmal wird, wenn er aus dem Radius rausläuft. Okay, aber den haben wir relativ simpel gekriegt. So, 96, 99. Wir kaufen mal 96 Meter. Ist eigentlich ganz cool, dass das hier mal angezeigt wird, wie weit es noch weit ist, weg ist. Das macht einem die Entscheidung etwas einfacher. Ja, hier sind die nämlich jetzt hier. Oh, ätzend. Hier diese ganzen. Da sind auch noch Wissen, aber da komme ich echt nicht dran, Leute. Jetzt hier vorbeischleichen. Ja, kann ich keinen Bock gegen die ganzen Zombies da überall zu kämpfen. Dafür sind wir einfach nicht gut genug. Huch! Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Scheiße! Mal zurück.
Heilen. Irgendwo in der Nähe ist noch unser Ziel. Wir warten noch, bis die Kraft sich wieder aufgeladen hat. Put, 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 put. Da. Da ist ein Zombie. Da ist der Edwin Doc. Der hat Kumpels. Ich verdrück mich immer mit dem. Granatwerfer. Ich glaube, das muss ich mir mal umlegen. So, aktive Kräfte, weil ich drücke nämlich immer 4 für den Granatwerfer. Anstatt 3, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist das so besser. Ich mache das mal so, weil die Faustkräfte benutzen wir eh kaum. Zumindest momentan noch nicht. So. 165 Meter. Mal auf die Karte gucken. Hier müssen wir über das Wasser rüber. Ich glaube, dann bleiben wir erstmal auf der Seite von dem Fluss, also hier lang. Aber diese. Ah, das ist dieser scheiß Wendigo schon wieder, der Sack. Komm her. Drecksvieh. Der wird nicht verhandelt. Granate. Und kill. Diesmal hast du nicht uns, sondern wir dir aufgelauert, du Drecksack. So. Schneller Propeller. Wir wollen ja auch wissen, was es denn dann damit auf sich hat mit dem Tag der Veteranen. Zombies. Na, komm. Schuster. Also manchmal hängt das ein ganz bisschen. Ich hoffe nicht, dass das mit meiner Internetleitung zu tun hat. Ich hoffe auch, dass ich nach dem Umzug das Ganze noch genauso cool hochladen kann und so wie vorher, weil ich echt eine wesentlich schlechtere Internetleitung haben werde, wenn ich umgezogen bin. Einfach weil es nicht besser geht. Ja. Granate. Oh, der hat irgendwie so ein. Heilschuss. Streiftreffer. Oh, hat gereicht. Jetzt müssen wir hier rüber. Zum letzten. Die Runde. Die lassen wir da mal schön in Ruhe. Hier über die Brücke rüber müssen wir wahrscheinlich. Jo. Waren da nicht Zombies in der Ecke? Ja. Die, 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 my Zombie. Ordentlich Schaden, wenn die hier diese Debuff auf sich drauf haben. Macht das Ding ordentlich Krawemps. So, einmal über die Brücke wieder rüber. Und dann bin ich mal gespannt auf den letzten. Hier, diese Polizeiquest haben wir schon gemacht. Ich glaube, das sind so ein paar Quests, sind auch einfach so, um die Wege zu erleichtern. Da, was ist das denn? Ist der das schon? Ne, es ist einfach nur so ein Traug. Na gut, den holen wir uns trotzdem, der nervt nämlich, wenn er da steht. Komm, hier. Und Granate.
mein Freund. Ja, die sind immer noch sehr hart im Nehmen. Wo ist jetzt dieser letzte Kerl, den wir noch brauchen? Der letzte Zombie. Der letzte Zombie. Das ist ein Riesenvieh. Machen wir besser einen Bogen drumrum. Da unten ist auch ein normaler Toter. Was ist das eigentlich? Oh nee. Das ist. Oh, Kacke. Bin gespannt. Der lässt sich nicht davon beeindrucken. Granate! Schieß, schieß! Zur Hälfte haben wir schon. Granate! Langsam ins Feld. War nicht mehr nötig, Gott sei Dank. Puh, Hälfte hat uns abgezogen. Bericht senden. Nur ein Standardbericht. Also so richtig mit denen es los war, haben wir jetzt auch nicht gefunden, ne? Naja. Wir haben auf jeden Fall 9 KP jetzt. Dafür machen wir jetzt hier mal die Schrotflinte fertig. Zumindest den inneren Ring. Haben dafür irgendwas bekommen, glaube ich, gerade. Ich weiß nicht was. So, und jetzt ist die Frage, machen wir unser das Deck hier fertig und wollen wir dieses Outfit hier haben? What? Ja, lass uns mal lieber hier weggehen. Wo ist es denn sicher? Auf der Straße ist es sicher. Rüber zur Straße. Hier hinten auf dem Skatepark. Da können wir hin. Da kommt kein Zombie so schnell hin. So. Dann gucken wir nochmal ins Kräfterad. So, jetzt was holen wir uns jetzt hier noch? Also, Dex. Den Elite-Soldaten können wir voll machen mit, das hatten wir schon mal nachgeguckt, ne? Ordentlich Knete noch. Ich glaube für 7, 9, 10, 11, 12 Punkte. Wobei wir die Schrotflinte eh nicht benutzen gerade. Aber wir können. Welches war denn das, was ich machen wollte? Das hier? Nee, das war's nicht. Attentäter. Der macht Pistolen und Blutmagie, nee. Jäger war es, glaube ich, auch nicht. Kampfkünstler? Nee, der war es auch nicht. Krieger. Schrotflinte und Sturmgewehr, nee. Kriegsherr? Nee. Mönch? Ja, genau, Mönch war es. Wir können jetzt auch voll auf Mönch hier rüber gehen. Und schon die äußeren Ringe, da müssen wir halt jetzt hier gucken, dass wir das vollkriegen. Ich glaube, das machen wir aber auch. Wir gucken jetzt mal, dass wir die Krallen vollkriegen. So, dann nehmen wir uns jetzt hier nämlich dann direkt für die 2 Punkte, die wir noch haben, das mit. Hier, das kostet nämlich 3. Nehmen wir den Killerinstinkt mit. Okay, können wir zwar nichts momentan viel mit Ausrüstung gebrauchen, aber mag ja nichts. Okay, beim nächsten Mal dann hier auf dem Skatepark weiter. Oh, da hinten ist noch Wissen. Das nehmen wir dann auch beim nächsten Mal mit. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.